André, können wir vielleicht ein Foto machen kurz? Yo, was geht ab, Freunde? Met hier am Start zusammen mit Silvan. Yo. Und wir sind heute in Dortmund, Bundesligaspiel gegen Darmstadt und schauen uns das heute an. Ihr könnt schon sehen, jede Menge hinter uns los. Und heute sind wir eingeladen worden von Puma und sind heute in der VIP-Lounge. Wir waren ja das letzte Mal hier von EA Sports. Da war das YouTuber-Turnier, da war Patrick noch dabei. Der ist heute leider verhindert. Deswegen habe ich den Silvan mitgenommen. Der ist ja noch angeschlagen. Leider Gottes, aber ich bin bald wieder fit. Also er ist bald wieder fit, Freunde. War jetzt vielleicht nicht so schlimm wie gedacht. Und deswegen sind wir heute zusammen hier. Drin läuft schon die Hymne. Wir müssen uns also ein bisschen beeilen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung von Puma. Schauen uns heute an, wie das so ist. Ist ja Ausrüster von Dortmund. Und wir schauen uns das wirklich mal an. Versuchen euch wieder mitzunehmen, weil das letzte Mal gegen Ingolstadt hat euch das richtig gefallen. Wir können natürlich keine Spielszenen etc. zeigen, weil wir nicht die Rechte haben. Die liegen bei der DFL. Deswegen nicht wundern. Man darf das einfach auf YouTube nicht machen. Nur, dass ihr es von vornherein wisst. Wir versuchen euch die Stimmung, die Atmosphäre ein Stück weit zu vermitteln. Lasst einen Daumen hoch da, falls ihr mehr sehen wollt. Und schreibt einen Kommentar, wie ihr das Spiel fandet. Und ich würde mal sagen, wir geben jetzt noch Tipps ab, bevor wir reingehen. Was denkst du, wie das Spiel ausgeht? Also ich glaube, das wird ein eindeutiges Spiel für Dortmund. Ich schätze auf ein 3-0 für Dortmund heute. 3-0. Ich wollte eigentlich unentschieden tippen, Freunde. Weil ich hätte ehrlich gesagt den Darmstädtern den Sieg heute mehr gegönnt als den Leipzigern letzte Woche. Aber ich glaube, es wird noch eindeutiger 4-0 für Dortmund. Hoffen wir, dass wir ein paar Türchen sehen. Und wir sehen uns gleich im Stadion wieder. Wir sind jetzt auch auf den Plätzen. Der Nick von den German Kickers ist auch hier und findet den Link auch in der Beschreibung. Da müsste auch irgendwann, oder müsste irgendwann die Challenges vom Netzwerk aus kommen, aber da kommt noch mal ein extra Video zu, da ist er auch dabei. Silvan sitzt neben uns und der Platz ist ziemlich cool. Ich glaube, jetzt darf ich es noch zeigen, ansonsten wird jetzt ein Cut kommen, wenn man sich zeigen dürfte. Aber die Sicht ist schon nice. Südtribüne, Darmstadt-Fans und ihr könnt vor uns sehen, ist die Technik. Ganz nah an der Technik, Freunde, also die Presseleute. Und eben haben wir auch Holger Fach hier getroffen, beziehungsweise kurz gesehen. Ich weiß gar nicht, wo er sitzt, ich glaube da hinten irgendwo. Auf jeden Fall, ich kenne ihn auch irgendwoher, der war letztens im Doppelpass. Deswegen kannten wir ihn auch. Und ziemlich cool hier. Hoffen wir auf ein gutes Spiel, was tippst du? Ich sag 2-0. 2-0 nur? Er ist Schalke-Fan. André, können wir vielleicht ein Foto machen kurz? Nur ganz kurz so zusammen? Das wäre nach dem Spiel? Okay, danke. Das Spiel ist zu Ende. Wir fahren jetzt nach Hause, beziehungsweise erstmal zum Vincent, zu unserem Kumpel, nach Köln. 6-0. Geiles Spiel. Es waren auf jeden Fall einige Tore. Damit kann man auf jeden Fall leben. Ich finde, die Darmstädter haben zu defensiv gespielt. Das sieht der Silvan genauso. Aber man muss auch sagen, was sollen die machen? Was sollen die Darmstädter machen? Ich glaube, die spielerischen Mittel haben die nicht. Das haben wir auch gemerkt. Und was ich an dieser Stelle nochmal sagen muss, es geht ein Gruß raus an den Herrn Schürrle. Das habt ihr vielleicht auch, also ich weiß nicht, ich habe noch einen Take gemacht, aber ich glaube, der war vielleicht zu hart. Aber ich meine, das ist schon eine Frechheit irgendwo zu sagen, nee, ich mache kein Foto mit euch, weil ich habe heute schon so viele gemacht. Ich meine, der wird da, der sitzt da, kriegt gerade Millionen dafür, dass er da rumsitzt und er sagt nein. Und wir bleiben jetzt kurz mal stehen, weil draußen regnet, sonst wird die Kamera nass. Aber Silvan sieht es genauso und er feiert ihn, seitdem er in Leverkusen war. Er ist Leverkusen-Fan. Ganz ehrlich, der hat Emre Mor auch tausendmal mehr verdient als Schürrle. Sind wir ganz ehrlich, oder? Also wenn der Schürrle nochmal gekommen wäre, hätte ich gesagt, ey André, ohne dich läuft's ja auch. So. Und deswegen,
Also ich finde, es ist traurig, dass ein Fußballspieler, der das Glück hat, Millionen im Jahr. Ich will nicht wissen, wie viel Geld André Schürrle verdient. Er ist jetzt vielleicht auch stellvertretend für die Leute, die das so machen, aber ich finde es traurig, weil er hat das Glück, dass Millionen von Fans heute 80.000 hinter ihm stehen, Eintritt bezahlen, Fanartikel kaufen und sonst was. Ohne die wird er keinen Cent verdienen und wird irgendwo in der Bank sitzen oder sonst was. Diese Fans, die rumgrölen, ohne die wäre der André Schürrle wahrscheinlich nichts. Das ist das Problem. Das macht mich traurig. Deswegen sage ich auch, ohne Fans wäre der Fußball nichts. Ohne euch da draußen wäre unser Kanal nichts. So kann man es gleichstellen. Und deswegen, falls André Schürrle irgendwie oder sein Manager wahrscheinlich dieses scheiß Video sieht, macht euch mal Gedanken, was ihr da macht. Weil er hat gesagt, ohne Witz, vielleicht hört man es im Video, ich weiß es nicht, sehe ich am Ende. Er hat heute schon so viele Fotos gemacht. Sorry, aber das ist die falsche Ausrede. Er hätte nur aufstehen müssen, eine Sekunde in diese Kamera gucken müssen. Das hätte sich erledigt. Aber das muss André Schürrle wissen, das muss sein Management wissen. Das gehört sich nicht. Es stehen so viele Millionen Menschen hinter dem. Und als Nationalspieler finde ich es traurig. Also es ist echt ein scheiß Bild, was er nach außen abgibt. Und das gehört sich nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich beende den Vlog auch hier. Da wird jetzt nicht so viel dabei gewesen sein. Ich werde so ein paar Scenes reinschneiden. Und es war jetzt nichts Besonderes. Aber wie gesagt, meine Message ist, ohne Fans, ohne Zuschauer, ohne Supporter ist Fußball nichts. Es fängt unten, dann können wir alle Kreisliga gucken. Da sind wahrscheinlich dann die besten Supporter. Aber wenn man die Supporter, die man hier im Stadion hat, nicht würdigt, dann brauchen André Schürrle auch kein Fußball zu spielen, vor allem wenn er verletzt ist. Der war ja nicht im Kader. Wenn er im Kader gewesen wäre, dann würde ich schon mal sagen, okay, der muss sich konzentrieren. Aber der hat quasi fürs Nichtsmachen Geld bekommen. Weil der hat in dem Moment auch Geld verdient. Es gehört zum Fußballer dazu, dass er sein Image oder das Image vom BVB nach außen hin trägt. Und das hat er in diesem Moment nicht gemacht. Meine Meinung, unsere Meinung. Schreibt mir mal einen Kommentar dazu, was ihr darüber denkt. Und wir hoffen, dass das Video euch trotzdem gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch, falls ihr mehr sehen wollt. Wir sind auch wahrscheinlich demnächst bei Leverkusen gegen Dortmund. Aber da auf jeden Fall nicht VIP, sondern im Auswärtsblock. Es steht noch nicht fest, aber falls ja, seid gespannt. Folgt uns auf Snapchat etc. Alles in der Beschreibung. Da habe ich auch einiges gemacht heute. Und Emre Ramon hat getroffen. Super Tor. Für mich besonders, weil sein erster Bundesliga-Treffer und ich bin im Stadion, das ist echt Zufall. Schicksal. Definitiv, auf jeden Fall. Schicksal. Freunde, ich würde sagen, wir haben, wenn ihr das Video seht, Sonntag oder Montag, danach kommt schon bald das Fußballvideo, da ist er noch nicht dabei, verletzt, aber ich werde wohl filmen und dann könnt ihr das Video sehen. Also, haut rein, macht's gut und ciao.